Willkommen, liebe Clasherei mit dem Thorsten Katute beim Clan True Warriors. Ja, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Ecken hier bei der Level 11 Mauer auch so einen schicken Totenkopf haben wie die Level 8 Mauern? Ich nehme mal den Fokus eben mal raus. Also ich finde das wirklich, wirklich schick. Ich gehe mal ganz, ganz nah ran und die sehen wirklich gut aus hier, die Ecken. Aber darum geht es in der Folge erstmal gar nicht, sondern wir haben unseren Klonzauber hier fertig. Der ist jetzt auf Level 2 und wir gucken mal rein, was der eigentlich so bringt. Ich habe den bisher, ja, ich habe den mal genutzt, meistens in den Ballon-Events. Aber im Moment 28, also kriegen wir immer noch keinen Golem geklont, keinen Hund geklont. Und ich sag mal, Packer mit Anhang kriegen wir vielleicht gerade so geklont oder ein paar Riesen. Okay, ist also noch nicht die Welt und wir wollen mal gucken, was der jetzt eigentlich kostet. Gestern im Stream wusste ich das nicht, was wieder weiter kostet. Okay, er kostet 6 Millionen. Das habe ich auch gerade so auf Kante. Also 1 Million bin ich jetzt drüber. Ich habe ganz, ganz wenig gefarmt. Und ich würde sagen, den machen wir weiter. Wir machen einfach weiter. Die 6 Millionen hauen wir erstmal raus. Und gucken mal, wie viele Tage wir jetzt noch hier updaten müssen. Das heißt, der läuft ja jetzt 7 Tage oder der läuft jetzt 8 Tage, je nachdem, wie man es nimmt. Also nochmal zusammengerechnet. Der hier 18 Tage, der hier 12 Tage sind 30 Tage, dann dieser hier mit 8 Tagen sind 38 Tage und wir nehmen mal diese dann als erstes 38, 48, 52 Tage noch. So lange bin ich jetzt noch Rathaus Level 10, denke ich mal. Ich muss auch gar nicht mehr so viele Mauern machen, denn wir stoßen auch hier in der Folge mal eine Mauer an. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier am weitesten bin. Ich bin ja immer sehr penibel hier. Das heißt, ich muss auf der Seite erstmal weitermachen mit 3 Millionen. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier noch zu machen haben. Also die Forschungen dauern echt, echt lange beim Rathaus 10. Kann man nicht anders sagen, wenn man die voll durchmacht. Und ich mache sie voll durch. Also 27 Mauern, noch 52 Tage. Das ist ja in jedem Fall zu schaffen. Das ist ja ganz easy. Jeden zweiten Tag nur eine Mauer. Das packe ich auch hier oben nach wie vor in Titan. Gestern hat ja einer gesagt, Toto, geh mal runter. Dann farmst du auch mehr, aber dann habe ich auch die Lager viel zu schnell voll hier. Und ich bin ja hier jetzt auch, habe schon wieder den ersten Bonus drin, kriege natürlich die nächsten nicht. Und im Moment farme ich eigentlich ganz gut. Ja, also ihr seht das, Pokale sind mir eigentlich egal. Aber ich habe in den letzten Stunden auch nicht wirklich viel gemacht. Ich glaube, die hier hinten waren noch aus dem Stream von gestern. Und klar, das Dunkle fließt immer ein bisschen, aber ich habe natürlich mein Hauptaugenmerk, ihr seht das hier auch, immer auf Gold und Elex Klee. Ich denke mal, wir machen mal ein paar Farmangriffe heute. Nee, wir machen keine Farmangriffe. Doch, wir machen gleich natürlich Farmangriffe, aber wir gehen hier auch mal rüber, denn auch hier geht es ein bisschen weiter. Ich habe schon so ein bisschen Kleinmist gebaut, weil im Moment habe ich nicht genug Gold, um mal was Großes zu bauen. Deswegen machen wir hier auch ruhig die kleinen Sachen, die müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. Und ich denke, auch hier daten wir die Falle hier ab, die Sprungfalle, oh, die kriegt so schön, schön goldig, wird das jetzt alles, finde ich cool. Und auch hier geht das weiter, ihr seht es ja auch in den Pokalen, das ist noch nicht mein höchstes Ergebnis, aber ich halte mich wacker. Ja, also 2880 hatte ich ja schon, 2835 habe ich und ich mache erstmal nichts, sondern ich wollte ja hier ein bisschen farmen. Also gehen wir mal rein, sagen wir mal Attack und dann gucken wir mal, dass wir einen Gegner finden. Ja, Freunde, ich hatte ihn eigentlich gefunden, den Gegner, aber irgendwie ist mir nicht die Aufnahme stehen geblieben, aber ich habe die ganze Zeit geblubbelt und gemacht und getan und habe gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht aufgenommen habe. Ja? Aber ich habe angegriffen und, ah ne, jetzt bin ich aber verpeilt. Alter, jetzt bin ich aber verpeilt. Ich wollte euch den Angriff natürlich zeigen, hier auf so ein schönes, ausgebranntes Dorf hier. Also, ja, für mich in Titan hier ist das schöner Lot. Das ist jetzt keine Million oder, naja, es wird eine Million werden. Aber mit dem Bonus dann letztendlich. Aber ist natürlich schön, hier oben sowas zu finden. Und ich habe mich hier für einen Queen Walk entschieden. Kann jetzt natürlich ein bisschen genauer mal reingehen, was mir hier auch mal wieder widerfahren ist. Ja, also die andere, also es sind natürlich hier die Haupt-Dev-Gebäude. Sind leer geschossen, das heißt also keine X-Bogen, kein Infernus, kein Adler, aber der Rest schießt natürlich doch. Und wie die schießen, das sehen wir hier.
Hier habe ich die eigentlich noch gut geraged, kriege jetzt auch schon in so den ersten Bogey-Turm. Jetzt kommt die Queen aber dazu, das habe ich zu spät gesehen. Zack. Oh, der Gift. Mensch, da ist die Queen aber schnell noch davor weggelaufen. Naja, egal. Musste durch. Irgendeiner hat ja die Tage auch in den Kommentaren geschrieben, ja, Toto angreifen ist nicht so dein Ding. Ist es sicherlich nicht im Moment, beziehungsweise hier bei vielen Aufnahmen nehme ich ja am PC auf und mache dann auch am PC meine Angriffe. Vielleicht sollte ich es einfach sein lassen und tatsächlich immer bei jedem Angriff einfach aufs Tablet wechseln. Da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle, kann Multitouch die Truppen setzen und kann dann dementsprechend vielleicht etwas besser und schneller agieren als hier mit dem Mausgeklicke, wo ich ja dann doch mal nach hier unten hinfahren muss auf einen Zauber, dann wieder nach oben zum Setzen. Und ja, ich habe die Situation aber noch ganz, ganz gut gerettet, glaube ich. Denn hier war natürlich alles in den Minen und Sammlern. Und die Masse steht natürlich außen. Klar, so ein bisschen willst du jetzt rein. Ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass meine Truppen hier jetzt nicht über diese Mauern springen hier und sehe jetzt auch, oh, da sind noch ein paar Bowler. Hier hinten habe ich noch zwei Bowler übergelassen, die mir hier wenigstens die Eckenlage ausräumen. Und okay, ja, das ist mein King ist jetzt in der Mitte und die Bowler auch. Und allerdings schaffen die Bowler das Rathaus nicht mehr, weil die dem King hinterher rennen. Ja, oh, Mann. Bowler. Naja, egal. Ja, die rennen dem King hinterher und oben, ja, oben geht mein King eigentlich gar nicht schlecht. Der ist sogar unter Heilung. Und ich habe jetzt hier unten noch versucht, mit Magiern so ein bisschen was zu reißen. Ja, schade auch, die Adler-Defi hätte ich auch gerne gehabt für den Erfolg. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt werden meine Magier hier noch geheilt und ich hole mir jetzt auch noch das eine Elex-Lager hier, denn gerade Elex brauchte ich natürlich. Also, okay, der Lot war jetzt, es war eine Million, dann letztendlich mit dem Bonus, der ja auch noch dazu kommt. Und also war in Ordnung. Jetzt hat die Aufnahme auch funktioniert und ich hoffe, gleich bei den nächsten Angriffen funktioniert die Aufnahme genauso gut. So, mehrere Bärte später habe ich doch noch mal einen Gegner gefunden. Hier kaum zu glauben. Aber war, ich habe hier auch ein bisschen wieder mal rumgetüftelt nebenbei. Das Ergebnis werdet ihr vielleicht die nächsten Tage bei mir sehen. So, was habe ich denn eigentlich fertig? Ich habe hier auch wieder irgendwas mit Queen Walk. Diesmal mit Valkyren fertig. Okay, da muss ich mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Das will ich doch gar nicht. Ich wollte nur ein bisschen weiter reinscrollen. So, schauen wir mal, wo die Queen sich ihren Weg hinbahnt. Ich habe hier sogar einen Hog Rider dabei. Das ist natürlich nicht schlecht. Den könnte ich ja einsetzen, um vielleicht gleich die Clanburg zu locken. Aber erstmal gucken, wo die Queen weiterhin geht. Die dreht ja auch immer gerne mal um. Aber sie geht jetzt auf jeden Fall diesen Weg hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir hier oben so ein bisschen weiter funneln. Und damit sie es nicht ganz so schlecht hat, nehmen wir mal zwei Mauerbrecher. Die ja total gut laufen jetzt gerade. Oh Mann, das ist mir auch ein Rätsel, warum die da hinrennen. Naja, okay, dann haben wir da aber schon mal das Loch offen. Und ich denke mal, wir gehen jetzt von hier, von der Seite mit unseren anderen Truppen hier rein. Jetzt muss ich hier die Bowler aber rauskriegen. Und natürlich die restlichen Mauerbrecher. So, das sieht ganz gut aus. Da lebt auch noch einiges, aber die Queen. Eieiei. Oh, oh, oh. Die musste ich jetzt mal eben zünden. Sonst machen die mir meine ganzen Truppen hier weg. Und wo ist denn eigentlich mein King? Ah, mein King eiert darum. Okay. So, dann gucke ich mal. Jetzt habe ich natürlich einen echt doofen Funnel für die. Ah, doch. Der Funnel für meine Valkyren ist gut an der Stelle. Zumindest ist er zu gebrauchen, denke ich mal. Das sieht ganz gut aus. Den gegnerischen King machen wir mal an der Stelle nicht. Das machen die Valkyren hoffentlich. Aber die halten sich hier auch lange mit dem King auf. Oh, sie schaffen ihn nicht. Okay, dann machen wir mal hier noch das eine oder andere Gebäude. Rathaus haben wir ja nicht bekommen. Das heißt, wir kriegen den ganzen Bonus mal wieder nicht. Warum auch, Thorsten? Warum auch Bonus? So, das wird an der Stelle da nichts. Dann lenken wir hier mal den Bogenschützenturm ab. Toll abgelenkt, Thorsten.
Das war schon mal nicht schlecht. Und kriegt der Mager das so noch auf? 24 Sekunden noch Zeit. Dann lenken wir jetzt nochmal den Rest der Meute hier einmal ab mit den Riesen und dann haben wir ein bisschen Lot gemacht. Ja, wir haben ein bisschen Lot gemacht, alles cool. Und wir kriegen nach wie vor ja das bisschen an Bonus ist ja auch nicht so schlecht. Okay, naja, zweiter Farmangriff. Ja, oh, viel Dunkles. Aber immer genau das, was ich echt nicht brauche. Ah, Mist. Ist nicht so schlimm, sage ich ja immer. Ist halt eine ganz normale Farmgeschichte hier an der Stelle, aber ich habe hier irgendwie komische Truppen, 450. Ich glaube, ich hatte gar nicht alle Truppen mit. Oh, das muss ich gleich nochmal nachzählen. Ich lasse die Helden eben mal regenerieren und dann machen wir sicherlich noch einen Farmangriff. Ja, das machen wir. Jo, hier ist unser drittes Opfer für heute. Ich habe noch eine kleine Überraschung gleich für euch. Also bleibt ruhig bis zum Ende bei mir dran. Denn ich habe heute mal etwas Besonderes vor. Das werdet ihr aber nach diesem Angriff hier erfahren. So, dann gucke ich mal, dass ich jetzt meine ganzen Truppen rauskriege. Ein paar Magier dahinter gesetzt. Die Mauerbrecher, oh, die sind jetzt nicht so gut gewesen. Ja, die waren nicht so gut, die Mauerbrecher, muss ich mal an der Stelle sagen. Und ich lasse jetzt meine Truppen hier rumlaufen. Ich lasse meine Truppen jetzt einfach mal hier rumlaufen. Das ist nicht so schlimm hier, dass wir hier nicht nach gegenüber kommen. Wir wollen doch gar nicht hier ran. Okay, wer unbedingt springen will, soll jetzt springen. Wir wollen letztendlich ja hier die Ressourcen haben. Und nicht unbedingt die Mitte ergattern. Ich meine Queen ist zwar jetzt in der Mitte, ich muss sie jetzt auch zünden. Ah jo, jetzt kriege ich wieder das Dunkle. Genau das, was ich eigentlich ja nicht haben will, denn ich möchte ja ein paar Ressourcen haben. Den einen Stern holen wir hier ja mit Sicherheit, denke ich mal. Und mein King ist wieder voll unter Heilung, jawohl. Der King reißt es hier wieder, also echt nicht schlecht, der King. Ist ja nicht schlecht. Ist keine schlechte Truppe, aber ich denke mal, ich werde dann hier hinten die Bogenschützentürme freezen und ich werde ihn jetzt mal zünden hier. Dann kriegt er wenigstens noch das eine oder andere Lager. Also, das war jetzt nicht so toll. Ist nicht so schlimm, sage ich ja immer. Wir kriegen jetzt noch ein bisschen Bonus. Und dann haben wir zumindest diese Truppe hier vergeicht. Denn ich möchte gleich mit euch, beziehungsweise mit euch, nicht mit euch, mit mir, im CK hier live angreifen. Und ich habe dafür schon eine Truppe ausgebildet. Da lasst euch mal überraschen, was ich heute mal live im CK mache. Also erstmalig ein RH10-Angriff von mir live im Clankrieg. Das gibt's ja nicht so häufig, aber lasst euch einfach überraschen. Ich lasse jetzt die Helden regenerieren, ich booste die mal. Dann muss auch ich nicht mehr ganz so lange warten heute Abend. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Live-Angriff auf dem Tablet mit mir RH10 auf ein RH10er. Okay, dann nehmen wir jetzt mal auf. Also Live-Angriff von mir RH10, das allererste Mal. Ich muss mal eben mein Mikro so ein bisschen höher nehmen. Ich glaube, so passt das jetzt wieder. Und dann gehen wir mal rein. Ich habe mir hier die 6 ausgesucht. Diesen hier will ich mit Golalun machen. Also mal sehen, ob mir das heute Abend gelingt. Denn Ort der Begierde ist dieser Feger hier. Letztendlich würde ich von dieser Flanke dann später meine Hunde hier reinschicken und so, dass die den direkten Weg auf diese Luftabwehr gehen. Ich diese ganzen Dev-Gebäude hier irgendwie schaffe, ja, muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Also hier sind natürlich ziemlich dicke Lager, da muss ich ein bisschen härter ran, aber wir gehen einfach mal rein, mal gucken. Ich habe jetzt, das ist meine Armee, die ich ausgebildet habe, ich muss mal sehen, ob die jetzt funktioniert. Okay, wir gehen mal rein und ich hatte mir eigentlich gedacht, ich nehme hier einen Golem und nehme hier einen Golem, sodass ich... Oh nein, wo latschen die Golems hin? Alter Falter! Mann, was gehen die Scheiße! Also, ich will jetzt nicht sagen, dass mich das nervt, aber es nervt mich. Aber es nervt mich echt. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Manometer. Jetzt geht da nur ein Golem hier mit rein und oh nein, mein Sprung ist auch noch so scheiße an der Stelle und jetzt springen die hier nämlich nicht rüber. Mein oh Gott, oh
Gott, oh Gott, oh Gott, wo geht denn mein King hier hin? Also schlechter geht's ja bald nicht. Oh, keine Luftabwehr erreicht. Super. Super, Toto. Es läuft bei dir. Echt, es läuft richtig gut bei mir. Donnerwetter. Da geht ja jetzt doch noch was in die Base rein. Kaum zu glauben. Oh Mann, ey. Ihr seht's, ey. So eine Scheiße hier. Das kann man schon wieder nicht glauben, ey, dass das so eine Kacke ist gerade. Alter Falter, ey. Oh, 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 oh. Oh. Also großer, richtig, richtig großer Kackmist hier. Richtig großer Kackmist hier. Und ich schicke trotzdem hier. Da muss er jetzt noch kommen. Und wo ist der Drache? Wo ist der Drache? Der Drache muss irgendwie muss der Drache jetzt noch weggehen. Boah, ist das beschissen, ey. Alter Falter, das geht ja gar nicht. Los, Drache, fliegt er jetzt rein. Oh, meine Loons, ey. Boah, ein Stern. Ja, so sieht das hier aus bei mir. Ach komm, ey, ich hab keinen Bock mehr auf die Spiel hier. Ach komm, das breche ich ab hier bei 50%. Ich hab echt keine Lust mehr. Ende der Folge. Ende der Folge hier. Boah, war das schlecht. Meine Herren, schlecht. Also schlechter geht's ja nicht. Da kann mich nur noch die Gamebox hier jetzt aufheitern. Denn ihr seht das hier, ich bin hier voll im Boost und lege dann auch noch so einen, also einen schlechteren Live-Angriff von mir habe ich fast schon nicht mehr gesehen, wo ich nicht mal die Clanburg gelockt bekomme, den schlechtesten Sprung dieser Welt mache und einfach nur Scheiße mache. Aber ich gelobe Besserung und auch das Farmen war ja nicht ganz so dolle. Es hat mir aber gereicht und ich hoffe, es hat euch reicht das auch. Ja, oh ja, 25, jawohl, 25 Juwelen. Das ist es. Vielen lieben Dank, Supercell, für diese Juwelen hier und für meinen schlechten Angriff. Bis dahin, euer Toto. Clasht.